Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei BD2. In einer... Ich mache mein Gesicht einfach noch ein bisschen schöner und größer. In einer neuen Folge hier aus dem Livestream. Neue Woche, Leute. Das heißt, wir starten ganz neu rein. Immer montags sind wir live auf Twitch. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, würde ich mich sehr, sehr freuen. So, ich erzähle euch mal ganz kurz meinen Plan für die nächsten Wochen. Ich werde ab dem 23. im Urlaub sein. Das bedeutet, wir werden am... ich kann nicht bremsen. Ich hab einen dicken Fuß. Ich habe einen dicken Knöchel. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einen dicken Knöchel. Oh, wer ist denn das schon wieder? Wer ist denn das hier schon wieder auf meinem Hof? Genau, deswegen werde ich zwei Livestreams machen und am 23. fahre ich in Urlaub. Ich glaube, am 24. in der Woche sollte dann quasi ausfallen. Bei mir zumindest. Warte mal, Schneidwerk ist da drüben. Hallo! Herr war. Hallo, Herr Essert, ich grüße Sie. Was kann ich für Sie tun? Ich habe mal eine Frage. Oder was kann ich Ihnen antun? Erzählen Sie mal, fragen Sie mal. Wem gehört denn der Drescher? Sehen Sie doch. Mich hat es hier im Dorf. Ne? Wo sehe ich? Wir sind ja eingesessen hier, ne? Ja. Der Herr Tacker hat mich angesprochen. Wer? Der Herr Tacker. Den kenne ich nicht. Dem gehört das Feld 56. Kenne ich nicht. Müssen Sie aber kennen, weil der John Deere gehört dem Herrn Tacker. Der John Deere gehört dem Herrn Tacker? Ja. Ja, ach so, genau ja. Genau wie der Klaas und das Maisschneidwerk und der Klaas-Anhänger. Ach so, ist das so? Ja, es ist so. Vorsicht, ihr fluppt's gleich. Ja, ich seh schon mal. Okay, passt. So, der war bei mich. Bei mich war der? Bei mich war der, ja. Bei mich oder bei ich? Bei oder mich. Bei Sie? Oder bei mir? Bei mir. Oder bei uns? Der wollte nachfragen mit einer Wartung für eine Maschine und die Maschinen das sind nicht da. Sie können gerne mal reinschauen in die Maschine, die braucht noch keine Wartung. Der versucht das jährliche Wartung, ne? Inspektion und sowas. Ach so, verstehe. So, der Herr Tacker. Tacker. Der Herr Tacker heißt der. Tacker. Tacker. Okay. So heißt der Landwirt hier, den 56. Der Landwirt Tacker. Der hätte gerne die 56 bis spätestens Oktober geerntet. Es ist. Und dann seine Maschinen wieder. Ach so? Ja, ach so. Hat er Ihnen gesagt? Ja, ja. Warum ruft der mich nicht an? Ja, weil er bei mir war und er hat die Maschinen gesucht. Und ich habe gerade zufällig beim Vorbeifahren die Maschinen hier sind. Alles klar. Wissen Sie was, Herr Essert? Werde ich mir mit Herrn Tacker klären. Ich danke Ihnen für die Info. Ich sag mal so, ne? Ja, ja. Drei Punkte nur noch, ne? Wie drei das Punkte nur noch? Kann auch ganz schnell null werden. Wie meinst du? Was, ach so, was ich noch habe? Drei Punkte? Oder was meinst du also, damit? Ja, so in etwa. Moment! Sie gehören gar nicht zum Lohnunternehmen! Was für Lohnunternehmen? Ja, der Herr Dings hier vom Lohnunternehmen macht das mit den Punkten. Ich sag mal so, ich kann auch mit dem Bürgermeister sprechen, so ist es nicht, ne? Aha, ist das ein Druckluft-Tacker oder ein Elektro-Tacker oder ein mechanischer Tacker? T-A-K-E-R. Nicht wie Tacker mit C, so, sondern Tacker ja. Mit K. Ach so, okay. Also Tacker. Ja. Okay, ja, alles klar. Nee, da weiß ich Bescheid. Also Oktober. Ich spreche mal mit ihm das durch. Vielleicht kriege ich es ja ein bisschen verlängert, Herr Essert. Oktober sind die Maschine weg. Hat er gesagt? Und die Punkte, oh ja, ja. Was, um welche Punkte? Die drei, die noch da sind. Wie, die sollen weg? Ja. Hä? Ja. Sie können mir doch nicht einfach drei Punkte wegnehmen. Die Maschinen stehen schon mal länger hier im Hof, ne? Ja, macht da nichts. Ich habe Auftrag, ich habe da Deal mit dem. Und wenn es wie der Drescher aussieht, ne? Und die 56 ist nicht gemacht. Ja. Ich weiß ja nicht, ob dem Tacker das so gefällt. Der hätte sich ja gemeldet, wenn ihm das nicht gefällt. Ja, der war bei mir. Der war bei mir. Ach so, bei mich war der. Ja, bei ich mich. Muss aber jetzt... Vorsicht! Herr Essert! Oh. Herr Essert! Ich muss so, erstmal. Ja? Wo ist denn das Schneidwerk hier her? Das ist meins. Wer hat das denn gemietet? Ja, wie, wer hat das gemietet? Ja, bei wem Kollegen, welchen Kollegen waren denn von mir? Weiß ich nicht mehr. Ein Case auf einen John Deere, das sieht ja aus. Ja, ja, und? Geht aber. Oktober. Jetzt machen Sie nicht so also Druck Oktober hier. Oktober ist heute. Nee. Also, ja. Jetzt lassen Sie mich hier an, gehen Sie die weg. Zeit rennt. Sie brauchen hier gar nicht ankommen. Ich habe mir einen Tacker-Deal. Lassen Sie mich in Ruhe. Und wer Sie gehen an meinen Punkt, Herr Eisert? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oktober, mehr sage ich nicht. Unfassbar. Ey, das gibt's doch nicht. Jeder macht einen hier den Strich durch die Rechnung. Ey, das kann doch nicht wahr sein. So. Warte mal, jetzt muss ich erstmal hier wieder. Och, das wird ja wieder eine heikle Nummer hier. Jetzt muss ich das erstmal anhängen hier.
Ach, jetzt machen die auch noch Stress wegen dem Drecher. Ich wäre hier wahnsinnig, ey. Naja gut, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich bin eine Woche im Urlaub, Leute, vom 23. Und da heißt es dann vorproduzieren, dass ihr natürlich Folgen bekommt. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich zwei Livestreams machen. Ich weiß aber noch nicht, ob diese Woche oder nächste Woche dann. Naja, mal schauen. Gut, ansonsten ernten wir jetzt erstmal das Feld, weil es soll nämlich Regen kommen. Und dann würde ich sagen, holen wir erstmal so schnell, so viel wie möglich runter. Warum sich immer jeder in meine, in die ungelegten Eier reinhängt, das verstehe ich nicht. Jeder hängt sich immer in die ungelegten Würste rein. Was denn überhaupt nicht angeht, ey. Naja, dann geht man halt den zurück und holen uns einen neuen Auftrag, oder was? Warte mal. Ach ja, super. Wer weiß, wie heißt denn der Herr jetzt? Tacker. Die Frau Jansen. Okay, alles klar. Also haben wir jetzt einen neuen Deal mit Frau Jansen. Wir haben einen neuen Deal mit Frau Jansen. So ein Drecher allein ist halt echt sündhaft teuer, ne? So, dann ernten wir das Feld noch schnell. Warte mal, die 36, wo ist die denn? Sieht einer von euch die 36 hier? 35? Stehe ich nicht so richtig. Wo ist denn die 36? Ist ja ein erntereifes Feld. Ach da. Ist gar nicht mehr so klein. So, und... einmal Kehrtwende. So, genau. Wir müssen, wie gesagt, erstmal hier alles runter bekommen. Das ist erstmal unsere größte Prämisse. Hier erstmal alles ernten, bevor es weitergeht mit der Geschichte Regen. Ne? Schattenwolf, Dankeschön für die 10er Bombe. Vielen, vielen Dank. Auch danke für die Resubs. So, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Vielen, vielen Dank. Okay. Gut, einsam und alleine drehe ich meine Kreise. So, wollen wir mal bei die Frau, komm, wir rufen mal an. Obwohl das für mich ein bisschen wirkt, als wenn sie degradiert wurden, weil ist nicht Dispo eigentlich ein bisschen besser als Mitarbeiter? Ja, eigentlich schon, ja. Okay. Hallo? Fanfanerich, bin ich hier verbunden? Ja, hallo. Frau Fanfanerich, ich grüße Sie. Wir waren beim Du, Willi. Hi. Hi, oder sind wir wieder, haben wir uns wieder zurückgestuft aufgrund der schlechten Stimmung. Zurückgesiezt? Sind wir wieder beim Sie? Nein. Gerne nein? Du. Okay. Nein, Sally, ich wollte nur fragen, wie das... ich habe eine Frage. Wir verstehen uns ja, doch gut. Ja, ich brauche meinen LU-Mitarbeiter. Du kannst ihn dir nicht ausleihen. Ja? Und du willst da auch nicht helfen kommen, oder? Nee, gerade eigentlich nicht, nö. Sag mal, hatten wir irgendeine Sammelwagen-Vereinbarung gemacht? Ja, ne? Wir hatten ich hatte dir gesagt, dass ich dir den nicht geben kann, weil ich den aktuell selber brauche. Hast du nicht gesagt, weil du mir zwei folgenden LU-Mitarbeiter wegnimmst, gibst du mir dafür netterweise deinen Sammelwagen mal? Nee, so nett bin ich nämlich nicht. Bist du nicht? Nee. Aber das ist jetzt noch nicht ein sehr hoher Grad der Nettigkeit. Und da musst du schon resignieren? Ja. Oh, wow. Einfach ja, da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Das ist echt schade. Es tut mir leid. Was machst du denn jetzt so ganz ohne ernten. Mitarbeiter? Wie bitte ernten? Ernten. Was wird denn geerntet? Weizen. Weil der Herr Tacker will sein Drecher wieder. Der braucht ihn doch gerade gar nicht. Ja, sag ich mir ja eben auch, aber irgendwie hängt sich schon wieder jeder da rein hier. Ist das jetzt sein Drescher von dem Herrn Taxer? Tacker. Tacker? Wer ist denn der Herr Tacker? Mist. Herr Tacker, na, dem gehört der Drecher. Der Besitzer von Feld 36. Ach so.
Ach so, ja, das ist ja auch schon ein paar Monate her, dass du ihm den abgeluchst hast, ne? Abgeluchst? Naja, ihm hier versprochen, du arbeitest für ihn und dann hast du hier monatelang den Drescher für dich selber benutzt. Ja, aber der Attacker hat auch nichts nochmal gesagt. Ja, du, bei dir vielleicht, ne? Er hat sich nicht getraut. Der hatte Angst, dass du ihm die Schläge auf dem Hals. Nee, ich glaube, weißt du, was ich glaube? Dass der wieder irgendeiner angestichelt hat, den Herrn Tucker. So, guck mal, was der Willi da macht und alles. Der Fäser und so, und das geht nicht. Ja. Warst du das? Das geht ja auch nicht. Nein, ich war es nicht. Also, das schwöre ich dir, aber ich finde es sehr gut, dass es gemacht wurde. Was? Hast du einen Drescher? Ich habe keinen Drescher, nein. Ich lasse immer ganz fein säuberlich vom LU ernten. Okay. Mit dem Drescher vom LU. Okay. Ja. Das ist ja vernünftig, finde ich. Ja, sehr, ne? Da zahlst du aber auch einen Haufen Kohle, oder? Ja, nicht. Ob das eher, ja, natürlich kostet es einen Haufen Kohle, aber ich meine, das ist halt. Das muss halt sein, ne? Ich kann es ja nicht ändern. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du so eine ordentliche bist, weißt du? Doch, also da bin ich tatsächlich sehr. Also ich stehe gar nicht drauf, so verbotene Dinge zu machen und sowas. Nee, nee. Ah, naja, Moment, aber wenn es verboten ist, muss es ja auch irgendwo stehen, also es sollte ja zumindest irgendwo festgehalten sein, dass es verboten ist. Ja, das stimmt. Und das konnte ich hier trotzdem, halt leider nicht entdecken. Ja, das ist aber einfach mein moralisches Empfinden. Weißt du, mein moralisches Empfinden verbietet es mir. Manche haben halt so moralisches Empfinden und andere halt einfach nicht. Okay. Sie haben also du hast also moralisches Empfinden. Ja, was ist denn? Perser, bis 13 Uhr ist im Hof leer. Achso, ja, chill doch mal, Mensch, ich kann mich doch nicht zerteilen, die Frau. Na, Herr Essert, jetzt sagen Sie mir nicht, der hat sich direkt was Neues ausgeliehen. Na, hört ihr mal, lass hier. Nein! Das geht. Sie können es gerne mal angucken, kommen bei mir auf dem Hof, Herr Feinerlich. Warum? Ey, hallo, sag mal, ist der Tag da auf der Tür? Perser, 13 Uhr, ist das Ding weg. Ja, beruhig dich. Ich brauch Platz am Hof. Du hast doch angefangen. Ja, da fahr das Ding doch erstmal beiseite. Ist das Ding? Nee, nee. Ja, fahr dir doch einfach beiseite. Ich hol das doch gleich ab. Ja, wohin? Der nächste kriegt Platz. Das ist ein riesen Pferd. Ja, okay. Ja, 13 Uhr. Let's go. Sonst schiebe ich hier den Trommel. Okay, let's go. Ne? Ja, ist okay. Ja, greifen Sie mal hart durch, Herr Essert. Es muss wirklich irgendwann jemand machen. Warum stichelst du denn schon wieder die Leute an? Sonst kommt der TÜV-Prüfer und legt meinen ganzen Fuhrpark still, ne? Warum steht der TÜV-Prüfer? Der TÜV. Kommt der in seinem TÜV, wenn der den TÜV-Prüfung macht? 13 Uhr, ich sage dir, ich warte hier auf dich. Ja, ist in Ordnung. Ich komme dann mit meinem TÜV und dann war meine TÜV-Prüfung. Ihr Fiat, 13 Uhr, bis später. Ja, tschüss. Okay, Fritz. Oder wie auch immer. Fritz immer noch. Ja, Entschuldigung. Ne? Ja. Ihr Fiat. Ja. Haben Sie es gesehen, wie hier mit mir umgegangen wird? Sally, hast du gesehen, wie hier mit mir umgegangen wird? Ist ja nicht normal. Richtig, alle hauen mal. Es hat ja nur 19 Monate gedauert, bis hier immer ordentlich mit dir umgegangen alle hauen nur auf mich drauf. Ganz kurz, Willi. Ja, was denn? Herr Kowalski, sagen Sie, Sie wissen aber, was Sie tun müssen und machen das auch schon, ja? Sie warten jetzt. Ich bin jetzt am Stroh einfahren. Ach, Herr Kowalski, ich grüße Sie. Ich weiß nicht, wohin. Hallo? In den Fermenter, bitte. Och, haben wir einen Fermenter gebaut, ja? Ja, hast du damit ein Problem? Nee, finde ich klasse. Herr Kowalski, was ist los? Sind Sie degradiert worden? Weißt du jetzt, wie der Bob draußen arbeitet? Nee. Da wir einen Kowalski möchte sich einfach schulen in dem, was er tut. Nee, da wir einen neuen Mitarbeiter in der DISP suchen, haben wir halt heute mal gesagt, wir fahren mit und der neue Kollege macht halt heute mal DISP. Oh mein Gott, Sie wurden ersetzt in der DISP, oder? War die Arbeit so schlecht, die Sie da gemacht haben? Ich war immer sehr zufrieden mit Ihnen, Herr Kowalski. Es war tatsächlich meine Idee. Soll ich mal ein gutes Wort für Sie einlegen? Brauchen Sie nicht. Ich mach das. Ich meine, die Frau Fannerich, denke ich, wird sowas nicht machen, aber ich würde das machen, die Sally meint. Für den Herr Kowalski immer, weil da habe ich tatsächlich, also, ja, bis auf eine Kleinigkeit, aber da konnte er nichts für, sonst immer gute Erfahrungen. Also zumindest, wenn er als Mitarbeiter bei mir gearbeitet hat, super. 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 Wunderbar. Ja. Na gut, da will ich nicht weiter stören, ja? Okay, tschüss. Ich, wegen dem Ladewagen würdest du doch mal Bescheid sagen, wenn du den nicht mehr brauchst? Nee. Soll ich nochmal anrufen später einfach? Ruf einfach später nochmal an. Okay. Aber warte vielleicht halt irgendwie so 3 Monate oder so. Wie lang? 3 Monate. So. Warum denn das? Ja, vielleicht ist er dann verfügbar. So lange? Schon, ey. Ich meine, guck dir mal an, wie viel Stroh fällt 5 liegt, ne? Ey, lässt du vielleicht was übrig?
Warum? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, hallo, wir haben das alle gemeinsam getroffen. Da wäre dann nur kulant, für die anderen Kollegen auch was übrig zu lassen. Ja, aber wenn die anderen Kollegen nichts haben, um es einzusammeln, ist ja dann nicht meine Schuld. Ja, ich würde gern was einsammeln lassen, aber es geht ja nicht. Ja, dann kann ich jetzt nichts für. Du kannst nicht immer die Schuld auf mich schieben. Naja, ich würde jetzt schon sagen, dass du was dafür kannst. Nee, nein. Na doch, das musst weil du dir selber zuschreiben. Weil du hast mir das ja eingebrockt. Ich habe, na, Moment. Seit Wochen erzähle ich hier, dass ich nicht am Sabotagerad drehen möchte, weil ich das gar nicht fühle. Ich wollte am Glücksrad drehen. Aber, warte, ich ganz kurz. Ich hätte auch am Glücksrad gedreht. Warte, Sally, warte. Ingrid, die Hühner brauchen wieder Futter. Kannst du dich mal rumkümmern? Ist die Ingrid bei dir zu Hause? Habt ihr jetzt doch geheiratet? Nein, ich bin doch zu haben. Wir haben nur eine Lebensgemeinschaft. Musst jetzt nicht gleich eifersüchtig werden. Gut zu wissen. Ingrid, gib den Hühner, ich komme mit den Weizen gleich, Ingrid. So, keine Eifersucht, ich bin noch zu haben. Nee, das ist gar kein Problem. Okay. Ich möchte es an der Stelle noch... Ja, bitte, Herr Kowalski. Ich hätte jetzt das dreifachste Feld fertig. Soll ich den Rest jetzt auch noch runterholen? Ja, Kowalski, einfach nehmen, was Sie kriegen können. Klar, ja, klar, klar. Voll machen Sie voll das Ding. Naja, gut, ja, dann schönen Tag noch, Billy. Ne? Du weißt, das hast du dir selber zuzuschreiben. Gar nicht. Ich musste meine Ehre verteidigen. Und habe was? Deswegen ich könnt am Sabotagerad. Könnt ihr sagen, was für eine Ehre, aber das wäre jetzt gemein, so bin ich nicht. Ja, meine Ehre. Naja, gut, alles klar. Dann haben wir ja alles geklärt, Sally. Ja. Ich sehe schon, Unterstützung kann ich hier in dem Lager nicht erwarten. Ich gebe doch keine 10.000 Euro dafür aus, um dir deine Unterstützung wegzunehmen, um dir dann Unterstützung zu geben. Wer bin ich denn, sag mal? Du hast ja nicht 10.000 Euro dafür ausgegeben. Ja, aber 10 Punkte, die entsprechen ja 10.000 Euro. Ja, aber die hast du ja nie besessen. Klar habe ich 10 Punkte besessen. Nein. Ja, 10 Punkte, aber das Geld hast du ja nie besessen. Ja, ich habe auch 10.000 Euro für dich ausgegeben, ja? Nein, gegen mich hast du die ausgegeben. Nein, für dich. Gegen mich. Um dir ein bisschen Zeit zu ersparen. Wow. Okay, alles klar. In diesem Sinne, ab in die Rede. Bis dann, Sally. Tschüss. Tschüss mit U. Mann, ey, das ist so gemein. Was machen wir jetzt? Die sammelt natürlich auch noch das ganze Stroh ein. Boah, fieses, ey. Oh, scheiße, ich bin zu weit gefahren. Gut. Was machen wir jetzt? Wir müssen erstmal fertig ernten, ey. Wir müssen erstmal fertig ernten. Dann müssen wir den... Wie viel zahlen wir? Wir zahlen Strafe, ne, wenn wir das jetzt einfach zurückgeben, den Drecher, oder? Ist so, ne? Wir zahlen Strafe, wenn wir den Drecher jetzt zurückgeben, wahrscheinlich, ne? Wie viel Kohle kriegt man denn überhaupt für diesen Auftrag? Sinkt das Geld? Das wäre immer interessant. Sinkt das Geld, umso länger man wartet? Wird das dann immer weniger? Kann das sein? Ach, solange die Felder stehen, das heißt nichts. Ja, perfekt. So, na gut. Dann, wie gesagt, hier ernten. Und dann werden wir erstmal striegeln und düngen. Und Silage haben wir auch noch. Also Feldarbeit. Moment, ich muss mal ganz kurz was schauen. Beim Unternehmer gleich mal anrufen. Ach ja. Ach ja. Hansen! Moin! Hallo, Herr Ferser. Hallo, ich grüße Sie. Ich wollte gerne Gärreste kaufen. Ja, da bin ich schon gerade am Verladen. Ach, die haben doch beim letzten Mal 65.000 bestellt. Hat man schon ausgemacht, ne? Na klar. So bin ich gerade frisch am Verladen. Ach, Herr Hansen, Sie sind ein Goldstückchen, Mensch. Ja, ich will nur anmerken, ich bin heute alleine. Ja, es könnte eventuell teilweise alles ein bisschen länger dauern. Warum sind Sie denn alleine? Naja, mein Azubi ist irgendwie ausgeflogen, der hat Urlaub beantragt und weiß ich nicht, mein Geschäftspartner, weiß ich nicht, der ist irgendwie, weiß ich nicht. Soll ich Ihnen was sagen? Was denn? Dürfen Sie aber nicht weitererzählen. Okay. Ich habe gehört, Ihr Azubi hat eine Dicke gemacht. Was hat der? Eine Dicke gemacht. Was ist denn das? Nicht vor der Scheune abgeladen. Ach so. Gut, nee, das geht ja gar nicht.
Nee, aber nur, dass sie Bescheid wissen, ja, wenn es mal irgendwie zu Lieferverzögerungen oder... Aber sie fahren jetzt gerade die GRS, oder wie? Ja, ich bin gerade an der BGA, hab gerade den Schlauch angeschlossen und bin am Einpumpen. Achso, na gut, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die zwei Ladungen oder... sie können auch mehr wie 65.000 bringen, wenn sie jetzt mehr haben, ne? Also ich weiß nicht, ob ja, mittlerweile... Ja, ich guck mal eben nach. Ja, ja. Also weil bei dem einen bin ich... Die eine hat mir jetzt einen vollen Tank gemacht. Hm? Ja, in der anderen sind 27.000 aktuell drin. Also würde ich dann noch 25 oder sowas gehen, mal gucken. Ja, genau. Also oder? So viel wie es geht halt rein, weil das Problem, sonst umso mehr weniger leer sie haben, umso besser ist es ja. Also Leerfahrt stimmt, hier ja. Im LKW. Also fahr ich alle beide jetzt leer und rechne. Ja, genau. Ab, und dann ist scheißegal, dann sagen sie einfach, wie viel, was sie kriegen, ne? Dann machen wir das so. Na, gut. Alles klar. Wunderbar. Na, Herr Hansen, ich danke Ihnen. Tschüss. Sehr gerne. Ciao, ciao. Tschüss. So, wie spät ist das jetzt? 12.07 Uhr bis 13 Uhr muss das weg. Okay. Ich habe aktuell gemietet das Schneidwerk. Ich rufe mal den Händler an. Mal gucken. Hey, Sat. Hallo, ich grüße Sie. Der Willi hier. Sagen Sie mal, Herr Essert, warum giften wir uns denn heute so an? Wir haben uns immer so gut verstanden. Weil mein Hof voll steht. Die aber Bauer, ja, ich habe... Die alteingesessenen Landwirte zu mir kommen, sich beschweren, wo ihre Maschinen sind. Das ist ja nicht üblich. Normal ist es ja üblich, wenn man sich gegeneinander hilft. Dann werden die Felder gemacht und nicht privat. Herr Essert, pass es auf. Brauchen Sie den Drescher unten oder soll ich den dem Herrn Tacker einfach wiedergeben? Also, helfen Sie dem Tacker denn noch oder nicht mehr? Ja, ich habe mit dem Tacker schon alles ausgemacht. Alles gut, ich frage, ob Sie diese Wartung, ob Sie die Maschine... Nee, Sie brauchen die Maschine ja nicht, ne? Können Sie ja mit dem Herrn Tacker dann alles weitermachen. Und ich sage Ihnen jetzt hier, bis 13 Uhr ist Ihr Hof leer, Herr Essert. Wie Sie es gesagt haben. Ich bin Sie spannend. Wie Sie es gesagt haben, Herr Essert. Um 13 Uhr kommt der TÜV-Prüfer. Und ja, wenn ich mit dem spreche, der legt den Fuhrpark hier still. Punkt 13 Uhr ist hier Schicht im Schacht. Aber absolut Feierabend. Keine Maschine mehr hier. Keine Maschine, alles ist dann ganz... Was hier bei mir auf dem Hof steht, wirklich nichts mehr. Alles, inklusive Ihrer Geräte. Ja, meine funktionieren noch. Achso, okay. Oh, was ist denn jetzt? Ach ja. Na gut, also, nee, alles klar, weiß ich Bescheid, Herr Essert. So, also machst du nichts mehr, hast du mit dem besprochen, ja? Jo, perfekt, so mach was. Ja, ich... Ist da, 13 Uhr, ich warte. Sie warten? Wenn nicht. Also Sie warten auf 13 Uhr, da bin ich mir sicher. Keine Minute später. Nicht einer. Nicht weil eine. Der TÜV-Prüfer kommt. Der ist alles stillgelegt hier. Ja, alles. Der Feierabend. Da ist Zappenduster. Da ist weg. Das war's. Und ich sage es nur, ne? So, drei Punkte alles sind klar, nicht viel. Alles klar, Herr Essert. Tschüss. Drei Punkte sind nicht viel. Bitte lass das alles da reingehen. 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 Danke, dass nicht alles reingeht. Och, Mann, oh, ey. Und okidoki, so, dann düsen wir einmal zurück zum Hof. Fahren das einmal weg. 12.21 Uhr. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wir holen das erstmal da unten ab. Oh mein Gott, Schneidwerkswagen, ich kurz ab. Miese Krise. So. Ich weiß, Leute. Die anderen machen das nicht, bla 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 und so weiter. Ich. Ganz ehrlich, ich brauche aber Erntetechnik. Das nützt ja alles nichts. Ich will ja auch selber ein bisschen ernten. So, das hat ja... Oh, okay. Das kommt andersrum drauf. Echt? Wild. Okay, dann fahren wir erstmal den ganz schnell weg hier. Das wird jetzt sportlich hier raus, sag ich euch. Das wird eine ganz sportliche Nummer, wird das. Hinterradlenkung und... Ich muss das... Moment. Wo klemmt's? Das Rohr, oder? Ja. Ach, die paar
Haken, aber auch alles immer so, dass man nicht... Haben wir ein Glück? Haben wir ein Glück? Haben wir ein Glück? Oh mein Gott. Gott, das war gut. Oh mein Gott. Haben wir ein Glück, dass das Schnellwerk wieder da oben drauf ist. Ja, perfekt. So, dann fahren wir den erstmal schnell hin, holen den LKW noch und dann gibt's schon mal nichts mehr zu nölen. Hä? Warum zieht er denn drüber und fährt mir rein? Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Warum hat er denn jetzt rübergezogen und mir voll die Karre? So, das Ding noch. Wer war denn das in dem Trecker? Könnte es der Herr Ammerstiel gewesen sein? Nee, oder? War es denn ein U-Mitarbeiter? Keine Ahnung, wer das gerade war. Wer weiß, wer weiß. So, gut. Verser. Moin. Ja? Was nur wieder? Wo bist du denn auf dem Drescher hängen geblieben? Nirgendwo. Also das Auto vom Bürgermeister stand gerade, jetzt steht schief. Ja, aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich weiß... Der Reifen ist kaputt. Ich weiß auch nicht, warum man bei solchen engen Ausfahrten die Karre auch immer hier halb auf die Straße... Warum stellt man den denn nicht da hinten hin? Hier ist doch Parkplatz, wir können uns doch schon... Ja, aber da ist ja normal, dass... Wer sitzt da, wer sitzt in dem Drecker da? Wer ist in dem Drecker, wer ist das? Röhrig. Röhrig? Röhrig ist das. Okay, da muss ich kurz bei Melo anrufen. Aber so, hier, da ist schon wieder Auto kaputt. Das war schon mal so Reparatur hier. Ja, aber dann stell doch die Scheißkarren woanders hin. Pass doch auf, wo lang fährst, Junge. Ja, okay. Rückwärts am Puls da oben. Ja, aber wenn ich nicht hier rauskomme, ich komme nicht hier raus. Es geht dann halt einfach nicht. Bescheid. Ach so, ja, okay. Dann sage ich jetzt. Puls, ich schrieg heute einen Herzinfarkt. Ja, jetzt beruhig dich wieder, Brand, Fritz. Das wollen wir ja nicht. So, ich rufe mal kurz. Mit ja, alles. Je mit Jet, aber je. Och, nee, ey. So. Hallo? Hallo, ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Ja, ich hätte jemand von der Dispo gesprochen. Ja. Sie sind die Dispo? Ja, ich habe eine Frage, warum fährt Ihr Mitarbeiter mir einfach volle Bude in die Karre rein, mit Absicht? Welcher Mitarbeiter? Der Herr, Röhrig hier, der Röhrig. Der Röhrig? Ja. Moment, ich frage mal nach. Einen Moment. Alles klar. Bleiben Sie wieder dran. Ich bleib dran. Sollen wir ein bisschen Geld rausleiern? Nicht schon wieder für einen Smalltalk dort. So, jetzt müssen wir einmal den Drecher noch fix entleeren und dann geht das los. So, Herr Ferser, ich habe mal den Herrn Röhrig auch noch in die Konferenz jetzt mit rein. Ja. Ja, guten Tag, Herr Ferser. Ja, hey, sag mal Röhrig, bist du besoffen oder was schon wieder? Nee, du, das tut mir leid. Das ist hier so ein komischer Apparat vom Alepeder. Irgendwie hat der nach links gezogen, du. Ist das nicht dein Ernst, oder? Ja, doch, das tut mir auch sehr leid. Du bist mir voll in die Dreche reingefahren, aber volle Bude. Ja, das war wirklich keine Absicht. Richard, ich kann Sie nicht sagen, was das war, aber das ist auf jeden Fall
Die absolute Ranzkarre ist das. Okay, alles klar. Na gut, dann weiß ich Bescheid, Herr Röhrich. Ja, tut mir leid. Nee, kein Problem. Tschüss. Tschüss. Herr, mit wem spreche ich denn überhaupt? Mit Herrn Tempo. Herr Tempo, dann habe ich mal eine Frage. Gibt's da wenigstens eine kleine Entschädigung? Weil der hat mir den Drescher ja. Der ist Volley, also wirklich auf meine Spur gekommen. Ich habe extra die Warnblinkanlage und die Rundumleuchte angehabt und ist volles Rohr in meinen Drescher reingeballert. Ist das Ihr Drescher? Hm? Ist das Ihr Drescher? Das spielt doch keine Rolle, wem die Maschine gehört. Nein, bloß wegen der Vergütung, zwecks Reparatur an der Maschine. Ach so. Dass dann Ihnen gut geschrieben wird oder dem Besitzer. Mein Schneidwerk hinten hing auch noch dran, ja. Also ja, der Drescher war nicht mehr, der Drescher war dem Herrn Tacker und das Schneidwerk, ja, das hat's ja alles zusammengestaucht und zusammengewickelt. Das Schneidwerk hat's ja gleich rumgeschleudert da hinten, weil ich ja, es war ja frontal Zusammenstoß, wisst ihr, wie ich meine? Okay, dann lass ich mal den Herrn Essert mal drüber schauen, dass der mal Gutachten macht. Der Drescher ist schon wieder beim Herrn Tacker, da soll er sich dort melden, ne? Genau, dann frage ich danach, dann soll er das Schneidwerk steht bei mir am Hof, wenn er sich das angucken möchte. Okay, ich setze mir eine Verbindung und wenn ich dann was weiß, rühre ich mich wieder. No, alles klar, danke Ihnen. Genau, ade. Ade, ade. So, meine Lieben, wir sind aber erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Oh, das war aber heute wieder ein... Eieiei, eine wilde Folge. Eine wilde Folge. Gut, in diesem Sinne sind wir aber erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Ich bin erstmal raus. Bis dahin, euer Manus. Ciao, ciao.